City Skylines 2 ist so der Titel, auf den ich mich mit am meisten gefreut habe, weshalb ich mir einen Key erbettelt habe. Also das ist hier trotzdem kein Placement. Und um das Spiel zu testen, werden wir jetzt diese relative Basic Map nehmen, verzichten auf die Tutorials, denn ich bin ja ein City Skylines Pro, und gründen New Bielefeld und werden diese wunderschöne Welt hier in eine amerikanische Hölle verwandeln. Denn wir spielen das Vanilla-Spiel und man spielt kein Vanilla City Skylines, wenn man es nicht muss. Zum Anfang wird erstmal alles geplättet. Ich weiß, ist nicht das Schönste, aber es fuckt mich ab, wenn es alles unterschiedlich ist. Und man braucht natürlich die Standardsachen. Erst einmal braucht die Stadt Wasser. Das sieht nach einer sicheren Arbeitsumgebung aus. Strom ist jetzt auch nicht wirklich anders, außer dass man jetzt die Kraftwerke direkt mit diesen Freileitungsstrommessdinger verbinden muss oder wie der Scheiß auch heißt. Was neu ist, sowohl Strom als auch Wasser läuft jetzt über die Straßen. Das heißt, wo Straßen sind, ist auch Wasser und Strom. Wir müssen jetzt nur noch das Abwasserrohr mit den Straßen verbinden, damit wir, wie es sich gehört, die Scheiße einfach in den Fluss rausballern. Einfach rein. Ungefiltert. So gehört sich's. Wir sind ja hier in den USA. Und der Plan ist, dass wir hier in der Mitte eine ewige Autobahn bauen, die mitten ins Land führt. Und entlang gibt es eine ewig ekelhaft, absolut grauenvolle Hölle aus Einfamilienhäusern. Ohne irgendwas dazwischen. Ohne Charakter, ohne Shops. Einfach nur disgusting. Einfach nur ekelhaft. Das Spiel hat einen sehr hohen Bedarf an Einfamilien-Low-Density-Zonings, was ich sehr schade finde und man hoffentlich noch irgendwie mit Mods oder sowas verändern kann. Auf der anderen Seite der Autobahn gibt es dann Industrie und Gewerbe und so. Noch ein bisschen weiter vorne, dass man es dann halt auch mal besser mit der anderen Autobahn verbinden kann. Das ist relativ Standard. Und boom, ich habe ein winziges Dorf. Also ein wirklich sehr winziges Dorf. Man braucht anscheinend nicht mal Einwohner, um ein Dorf zu sein. Neu ist auch, dass du quasi Level aufsteigen kannst und dann Talentpunkte kriegst, womit du Sachen freischalten kannst. Aber das Ganze macht nicht so wirklich viel Sinn. Einerseits kannst du halt sowas wie Straßen freischalten, die du natürlich sofort haben willst. Oder ich schalte zuerst einen internationalen Flughafen für mein kleines Dorf frei. Es gibt halt viele Sachen, die du freischalten kannst, die am Anfang gar keinen Sinn machen, weil du sie entweder für deine Stadt noch gar nicht brauchst oder sie viel zu teuer sind. Auch neu und praktisch ist, dass du direkt Straßen in diesem Gitternetzsystem bauen kannst. Das spart Zeit. Und wir bauen jetzt hier wunderschön schöne Straßen ohne Bürgersteig, denn wir sind ja hier in Amerika und hier läuft man nicht. Wir sind hier in einer Welt, wo es wichtiger ist, ein Auto zu haben als Nahrung, denn du brauchst ja ein Auto, um zu Mr. Beast gratis Lebensmittelrationen zu kommen und die mitnehmen zu können. Wir müssen auch direkt weiter vergrößern, denn wenn man nur Einfamilienhäuser baut, ist das alles sehr, sehr inaktiv. Ansonsten gibt es die üblichen Sachen, wir brauchen Müll, wir brauchen ein Krankenhaus, wir brauchen einen Friedhof und boom! Ein kleines Dorf und können große Straßen freischalten. Und wie wir sehen, gehen die Leute trotzdem zu Fuß, obwohl sie keinen Bürgersteig haben, was ja die schöne Hölle ist. Wir platzieren dann auch Schulen. Und hier ist neu, dass Dienstleistungsgebäude dann noch weiter abgegradet werden können. Einerseits so, dass sie einfach nur mehr Geld verbrauchen und besser sind, aber auch so, dass du noch weitere Gebäude dran platzieren kannst, was es relativ kompliziert macht mit der Platzierung. Weil du musst es erstmal platzieren und dann gucken, ob dann noch genug Platz ist für die weiteren Gebäude, die du dann noch ranballern willst. Es gibt jetzt auch Parkplätze. Eigentlich müsste ich das, um das hier Amerika gerecht zu machen, alles voll mit Parkplätzen ballern. Aber irgendwie werden die nicht so wirklich benutzt und dann sieht es auch scheiße aus. Deswegen habe ich jetzt nicht so viele platziert. Auf jeden Fall kann ich noch weiter vergrößern, mehr Einfamilienhäuser bauen und weitere Gebiete freischalten, um mich noch weiter zu vergrößern. Und am Anfang ist es so, dass du nicht wirklich Profit machen musst. Weil jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, kriegst du Fett Kohle, dass du ohne Probleme noch mehr vergrößern kannst. Noch mehr lieblose Netze bauen, noch mehr Einfamilienhölle, noch mehr disgusting suburban hell. Passend zu diesem suburban hell grid baue ich eine schwebende Autobahn, damit dann die Straßen auch drunten durchgehen können. Und da gibt es jetzt dieses Parallel Tool, was es vorher schon durch Mods gab. Aber es macht es natürlich einfacher, so eine Autobahn zu platzieren. Dazu gibt es super schlechte Auffahrten, die sind absolut kacke. Mega grauenvoll, wie das gesamte Ding. Muss halt passen. Ich hasse es. Die sind auch nicht besonders effizient. Ich baue hier Stau. Und weil die Gebiete immer wieder schnell knapp wurden, habe ich einfach eine Riesenerweiterung nach oben gemacht. Einfach die absolute Hölle. Und mal sehen, wie das Spiel noch sagt, ist gut. Oder ob ich dann doch mal was anders machen muss. Ich habe weiter die Autobahn ausgetauscht und eine neue Kreuzung hingemacht. Und das kann man jetzt wesentlich besser machen. Wenn man halt Straßen mit größeren Straßen ersetzt, kann man jetzt genau bestimmen, wo eine Spur angefügt werden soll. Womit man auch relativ gut jetzt Auf- und Abfahrspuren platzieren kann. Weil du dann auch direkt so eine einspurige Abfahrt direkt an diese Spur platzieren kannst. Und dann habe ich bemerkt, dass meine Bewohner vergiftet werden. Denn es gibt jetzt nicht nur Bodenverschmutzung, sondern auch Luftverschmutzung. Und wenn du die Kraftwerke halt so platzierst wie ich, dann weht das halt rüber und dann husten alle ganz schlimm. Deswegen habe ich dann nur so
Solaranlage freigeschaltet und die platziert, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja einen Fick gebe, was meine Bewohner für eine Gesundheit haben. Und deswegen habe ich sie wieder entfernt und habe einfach dieses Kohleding woanders platziert, dass sie vielleicht ein bisschen weniger vergiftet werden. Aber es ist auch billiger. Es ist einfach preiswerter, einfach Kohle zu verbrennen, zumindest hier in diesem Spiel. Aber man muss sich jetzt in dem Spiel auch Gedanken machen, wie der Wind weht und wo man dann Kohlesachen platziert oder sowas. Meine Einfamilienhäuserhölle war dann doch irgendwie ausgemaxt und dieses Spiel sagt, ich soll langsam mal Middle Zoning platzieren. Es gibt hier jetzt Low Density, Middle Density und High Density und zusätzlich gibt es bei Middle Density auch noch Reihenhäuser und Nicht-Reihenhäuser. Bei High Density gibt es Billigwohnungen und Nicht-Billigwohnungen und es gibt Mixed Zoning, was ganz fancyes. Diese merkwürdigen Gebäude, wo unten ein Geschäft drin ist und oben Mietwohnungen. Das kennen die Amerikaner nämlich gar nicht. Das gibt's da gar nicht. Aber ich habe dann so eine Reihe von Middle Density Wohnungen platziert, aber das führte dazu, dass sehr viele Leute aus ihren Einfamilienhäusern ausgezogen sind, weil sie ja jetzt eine billigere Wohnung bekommen haben, weshalb dann sehr viele Häuser leerstehend waren, die man dann immer abreißen muss, weil die sonst irgendwann zusammenkippen, was sehr, sehr nervig ist, weil ich hatte vorher einen Mod, der das automatisch gemacht hat. Weil wenn du so eine riesen fucking Stadt hast und irgendwas geht kaputt und du musst einfach 10.000 Häuser einzeln mit der Hand abreißen, macht keinen Spaß, das will man nicht machen. Ich habe dann oben nochmal Polizei und Feuerwehr neu platziert, weil die halt zu weit weg waren, weil das sich hier alles hier so weit ausdehnt durch diese Einfamilienhäuserhölle, weil das alles finanziell gesehen eigentlich eine ziemlich, ziemlich dumme Idee ist. Eigentlich bräuchte ich auch oben noch weitere Schulen und sowas, weil die Leute wohnen ja viel zu weg von einer Grundschule. Aber die Grundschule ist noch nicht ausgereizt, da passen noch sehr viel mehr Kinder rein, deswegen macht das gar keinen Sinn. Aber das ist an sich auch realistisch, weil amerikanischen Städten sind so tatsächlich konzipiert und es macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Es ist eine absolut dumme Idee, seine gesamte Stadt auf Einfamilienhäusern aufzubauen. Auch neu ist, dass man jetzt Funktürme platzieren muss, damit die Leute auch Netze haben. Und es gibt das Postsystem. Und ich glaube, es war vorher nur durch DLCs dabei. Ich weiß es nicht. Es kam vielleicht erst irgendwann. Muss man jetzt anscheinend platzieren. Vermutlich, damit die Häuser sich upgraden, weil die Leute nun glücklicher sind und dann entsprechend mehr Steuern zahlen. Ein Kritikpunkt, den ich jetzt auch oft gelesen habe, ist, dass sich die Zahl der Bewohner sehr gering anfühlt. Bei ca. 10.000 Bewohnern schaltet man Hochhäuser frei. Und in einem Dorf oder Stadt mit 10.000 Einwohnern würdest du keine Hochhäuser bauen. Ich hatte dann auch den ersten Stau, was nicht überraschend war, aber der ließ sich dann einfach beheben dadurch, dass ich einfach ein paar Ampeln entfernt habe. In City Skylines 1 habe ich allgemein immer jede einzelne Ampel entfernt und erst dann wieder hinzugefügt, wenn die Kreuzung Probleme gemacht hat. Aber ansonsten ließ es sich hier tatsächlich lösen mit einer weiteren Lane. Ich habe einfach die Straße vergrößert und noch eine andere Straße platziert, die dann auch noch benutzt werden kann und schwuppsdiwupps, nach einer gewissen Zeit war der Stau weg. Neu ist auch, dass du diese spezifischen Industriegebäude platzieren kannst und dann da das Gebiet definieren kannst, woraus sie halt ihre Ernte ernten. Ist es Ernte bei Steinen? Nicht wirklich, oder? Das ist natürlich cool, weil du dann auch Fläche nutzen kannst, an denen keine Straße dran ist. Und außerdem gibt es jetzt diese Übersicht, wo du genau sehen kannst, wie viele Ressourcen deine Stadt produziert, importiert oder exportiert. Genauso für materielle Güter, die hergestellt werden, sowie auch Dienstleistungen. Das Ganze wirkt aber sehr komplex und riecht nach einem DLC. Ich glaube, es wurden auch schon irgendwie gefühlt 100 DLCs angekündigt. Und man merkt bei bestimmten Sachen, dass wahrscheinlich geplant war, Elemente als DLC später hinzuzufügen. Wie zum Beispiel Fahrradwege. Die gibt es noch nicht. Ich habe dann noch mehr mit Density Zoning platziert, was dann irgendwann dazu führte, dass die Stadt wieder mehr Einfamilienhäuser haben wollte. Und man sieht hier sehr, sehr klar, wie das Verhältnis ist. Von Low Density zu Mid Density. Und es gibt da auch so ein, zwei Häuser, die theoretisch High Density wären. Aber es ist viel zu viel Low Density. Ich will keine Stadt bauen, die nur aus Einfamilienhäusern besteht. Womit das Ganze eigentlich ein solides Städtchen gewesen wäre. Aber ich würde sagen, dass ich diese Stadt sehr erfolgreich, absolut ekelhaft gebaut habe. Denn sie ist einfach nur disgusting. Guckt euch das an. Widerlich. Aber so ist nun mal ein amerikanisches Städtchen. Ansonsten kann ich sagen, dass das Spiel sich sehr solide anfühlt. Es hat aber noch ein paar Performance-Probleme. Gerade am Anfang muss man erstmal rein und raus zoomen, bevor es wirklich flüssig läuft. Aber das Reinzoomen ist ziemlich cool. Man kann halt einfach wirklich sehr, sehr nah ranzoomen. Und dann kann man hier diesen kleinen Jungen im Garten beobachten, wie er
Yoga macht. Wenn man also, wenn dann zum Beispiel halt noch Mod-Support kommt und man halt überall detailreich Props platzieren kann, könnte man halt wirklich coole, lustige, geile Städte bauen. Wie die Autos auch fahren, wurde anscheinend verbessert. Und es macht Spaß, auch einfach mal so ein Auto zu verfolgen, wenn es durch die Stadt fährt. Was natürlich dann nochmal cooler wäre, wenn man eine schönere Stadt hat und nicht so eine Kack-Scheiß-Dorf, wie ich jetzt hier gebaut habe. Was Konsolenspieler sehr doll freuen wird, es wird auch Mods für Konsole geben. Also die Mods wandern vom Steam Workshop zu einem internen Shop, der dann halt auch mit Konsolen funktioniert, was natürlich dann mehr Sinn macht, dann halt eben nicht Steam zu benutzen. Das Spiel ist einfach noch extrem Vanilla. In City Skylines 1 hatte ich um die 50, 60 Mods und über 600 Assets installiert. Wenn das Spiel rauskommt, wird es auch wahrscheinlich erstmal keine Mods geben, weil es kommt noch ein Editor, der wohl ganz toll sein soll, aber der kommt erst ein paar Tage später. Immerhin nur ein paar Tage später, laut Angaben, und nicht erst irgendwie in einem halben Jahr. Aber die sind anscheinend noch sehr busy, dieses Spiel zu fixen und auch ein bisschen noch die Performance zu verbessern.